Auch im Bezirk Scheibs ist die Schule wieder losgegangen, der Herbst ist da und es gibt einen neuen Gemeinde-TV-Newsflash. Die Messe Wieselburg hat eine neue Geschäftsführerin. Diese ist jetzt bei einem Pressefrühstück vorgestellt worden und mein Kollege Andreas Punz durfte sie interviewen. Ja, geboren in Ispadal im südlichen Waldviertel, dann war ich lang in Wien, Studium und ja, jetzt bin ich wieder in Göstling mit der Familie, mit 3 Kindern. Ja, wie bin ich dahergekommen? Ich war jetzt in der Eisenstraße und habe schon mitbekommen, wie toll das eigentlich ist, regional zu arbeiten. Die Vernetzung, das macht irrsinnig viel Spaß. Und dann war die Stelle ausgeschrieben und habe gedacht, okay, das ist genau meine Stelle. Da bewerbe ich mich. Und ja, ist so schön, dass das wirklich funktioniert hat. Ich freue mich drauf. Jetzt haben wir heute schon gehört, die Frauenquote bei der Messe Wieselburg ist sehr hoch. Jetzt ist auch die Geschäftsführerin eine Frau. Wie sehen Sie das? Finde ich super, weil oft ist so, also ich komme aus dem Handel, oft ist so, die Frauenquote ist hoch, aber das ist eher die, die wirklich anpacken und die Vorgesetzten sind dann doch oft männlich. Und hier ist es endlich einmal so, dass auch die Frauenquote hoch ist, aber nicht nur bei den Mitarbeitern, sondern eben auch bei der Spitze. Und das finde ich super. Also auch als Zeichen auch für Mostviertel, dass das geht. In Scheibs kann jetzt im Herbst kostenlos Obst von bestimmten Bäumen gepflückt werden, erzählt uns der Scheibser Bürgermeister Franz Eigner. Ja, ein tolles Projekt mit mehreren Partnern, die das unterstützen. Der Baum hinter mir ist mit einem gelben Band gekennzeichnet und soll signalisieren für Wanderer oder Obstsuchende, dieses Obst unter dem Baum ist zur freien Entnahme. Mehrere Probleme, sprich Arbeitskräftemangel bis hin zu großen Betrieben, die auf diese Sorte von Naturprodukt keinen Wert mehr legen. Aber umgekehrt ist es ressourcenschonend, wenn Sie einen Baum sind mit einem gelben Band, dass Sie dort ohne Kosten Obst ernten können. Und dieser Bahnhof hier in Puchenstuben ist jetzt im September ein ganz besonderer Bahnhof. Denn hier fährt der Erlebniszug Ötscherbär durch mit einem ganz besonderen Kindererlebnis. Gernot Hirner, ihr habt einen Märchenlesezug geplant. Was genau ist das? Ja, in Kooperation mit Treffpunkt Bibliothek Niederösterreich haben wir unseren Märchenlesezug im Ötscherbär der Marizellerbahn. Ja, und dabei werden unseren Kindern die schönsten und spannendsten Märchen vorgelesen. Ja, und wir haben genug Lesestoff dabei, dass für alle Interessen, was die Kinder haben, irgendeine spannende Geschichte dabei ist. Und abgesehen von diesen Märchen ist ja der Zug an sich schon ein Highlight. Ihr habt so sehr viele Attraktionen drinnen. Ja, wir haben dann natürlich für die Eltern, Großeltern, die mit den Kindern unterwegs sind, unseren Speisewagen, wo sie regionale Köstlichkeiten und Schmankerl konsumieren können. Aber seit heuer auch ein besonderes Highlight ist unser Aussichtswagen. Was ist das? Das ist ein Wagen, der quasi wie ein Cabrio auf der Schiene unterwegs ist und wo man ja, die Landschaft vorbeiziehen sehen kann. Zu- und aussteigen kann man hier beim Bahnhof in Puchenstuben im Bezirk Scheibs. Wo im Bezirk Scheibs wäre das noch möglich? Eben, wie Sie gesagt haben, hier in Puchenstuben. Neben Puchenstuben noch in Gösing und in Winterbach. Alles klar. Und wann genau findet diese Fahrt immer statt? Jeden Samstag im September haben wir unseren Märchenlesezug. Der Ötscherbär verkehrt auch am Sonntag, ja, ab St. Pölten um 8.42 Uhr. Alles klar. Und alle Informationen darüber gibt es auch nachzulesen auf www.mariazellerbahn.at. Das war der erste Gemeinde-TV-Herbst-Newsflash für heuer. Den nächsten gibt es schon ganz, ganz bald hier aus dem Bezirk Scheibs. Dazwischen könnt ihr euch ganz viele Beiträge anschauen aus der Region auf www.gemeindetv.at.